Ja, guten Tag. Ich bin André Pahl. Ich habe von 1979 bis 1980 8 Monate im Kindergefängnis Bad Freienwalde. Das Wort Durchgangsheim können Sie gleich aus Ihren Köpfen streichen. Gibt es nicht. Das war nur ein Schild, was die DDR-Jugendhilfe da reingehauen hat. Es war ein Amtsgerichtsgefängnis zu Kaiserszeiten. Im Dritten Reich war es Gefängnis und danach wurde es weiter so genutzt. Sie waren in Zellen eingeschlossen, die vergittert waren. Fertig. So, seit 14 Jahren, nee, vor 14 Jahren haben wir uns getroffen bei Brigitte und Roland. Und da wir Zellenkameraden sind, haben wir beschlossen, okay, wir werden mal einen Verein gründen. Und wir haben einen scheinbar aussichtslosen Kampf geführt. Irgendwann kam die Einweihung des Denkmals Schritt für Schritt immer weiter in Verbindung mit der Politik, wo wir uns da sehr bedanken müssen. Landtag, Bundestag und so weiter, die uns da sehr unterstützt haben. Dann kam unsere Opferpension nach 10 Jahren Kampf. Ich habe schon nicht mal bei denen gehofft, aber Roland hat ewig gekämpft. Ich hatte kein Geduld mehr. Roland hat einfach den Nerv. Sich zur Lebensaufgabe gemacht. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt bekommen wir die Opferpension. Und unschriftlich vor, einmal im Jahr müssen wir uns schriftlich zum Gericht äußern, wenn wir über einen bestimmten Satz verdienen sollten. So, dann wird uns dieser Satz von der Opferpension abgezogen. Also wir sind immer noch bestraft. Es kann ja auch sein, dass ein Heim oder ehemaliger Kindergefängnisinsasse doch mehr Geld verdient. Aber der Fachheim bleibt ja bestehen, dass ich eingesperrt war. Ich habe den Anspruch auf die Pension. Es kann ja sein, ich verdiene 2.500, 3.000, 4.000 Euro. Und deswegen habe ich trotzdem den Anspruch um die Opferpension. Und ich muss mich da nicht jedes Jahr rechtfertigen. Jetzt sind wir schon wieder genötigt, jedes Jahr ein Schreiben zum Gericht zu schicken. Gut. Ja. Und nun haben wir es auch so weit geschafft. Erstmal haben wir das Denkmal. Jetzt haben wir diese Ausstellung. Und nun haben wir nur noch ein Ziel. Und zwar das ehemalige Amtsgerichtsgefängnis, wo jetzt die Polizei in Bad Freienwalde drin sitzt, als Gedenkstätte umzugestalten, zumindest eine Zelle. Und eben dank. Die Aufgabe haben wir noch. Und dann sind wir durch. Und das wollen wir noch schaffen. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte jetzt mal, aber danke schon mal, einen Text zitieren von Peter Maffay aus dem Tabaluga-Album Nessaya. Ich wollte nie mehr erwachsen sein. Hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich es nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. Zu spät. Zu spät. Möge uns Gewaltherrschaft und Krieg erspart bleiben. In diesem Sinne, nichts ist für die Ewigkeit, Zitat die Toten Hosen. Jeden Tag stirbt ein Teil von dir. Das gesprochene Wort ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Es ist weg. Albert Einstein. Das war's.